Schlag von Xplode. 3 Stück innenliegend. Was haben die an NEMs? 5 Gramm, da sehen wir es. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die sind. Ist damit. Und ja, das fällt auch schon ab. Schauen wir mal, wie die so sind. Pyros. Donnerschlag von. Schläge von Xplode. Gefallen mir echt gut. Cubic Thunder vom Leuchtturmmeister Keller. Wir wollen mal nicht zu viel erwarten, was da drin steckt. Aber alles hat seine Daseinsberechtigung. Boah, ja super. Und die schauen wir uns jetzt mal an, was die so können. Was haben die verbaut? Meistens haben die so 4-5 Gramm. Seht das irgendwo? Kellerfeuerwerk, was haben die hier reingepackt? 8 Meter, Hauptsache das steht drauf. 6 Gramm, circa 6 Gramm. Da bin ich gespannt. Aber guck mal, ob diese besser sind. Auch vom Qualm wie die Xplode. Ja, Löffel aus dem Hause Blackbox. Sehr schön. Auf die Kiste. Zack. Und mal reinschauen. Jawohl, hier haben wir 6 schöne Donnerwürfel drin. Und ich bin gespannt, wie die so sind. Wir ziehen schon mal über die Käppchen ab. Mal gucken, was die an NEM verbaut haben. Die 6 Stück. Je Donnerwürfel haben wir hier. 4,5 Gramm drin und die werden wir uns jetzt schön genießen. Und Donnerwürfel von Blackbox. Ja, so donnerig sind die gar nicht. Machen direkt alle weg. Pyros, wenn euch das gefällt, lasst mir einen Daumen da, abonniert den Kanal. Oh ja, ein Puffer. Zack, ja, der liegt ein bisschen nah. Ah, herrlich. Na? Donnerwürfel. Also die waren früher auch mal besser immer. Qualmen tun die Biester. Wie verrückt. Und aus dem Bild cool alles. Der letzte. Pyros. Leuchtturmmeister freut sich, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Adieu. Und cheerio.